So, ja, der erste Anruf kommt. Sudle, erstmal wieder alle sortieren. So, ich fange mal hier an. In der Hoffnung, dass der da ist. Ich brauche Freunde. Ich muss dafür sorgen, dass nicht alle runterfallen. Und ich will unbedingt eine Party geben. Natürlich habe ich nicht einen Tag frei. Gut, ich könnte mal Urlaub nehmen. Vielleicht sollte ich das fürs Wochenende mal an einem Tag, vielleicht den Samstag oder so, planen. Ja, aber mal schauen. Oh, da guckt ja mal wirklich jemand fern. Das ist ja Wahnsinn. Und hier werden Wünsche erfüllt. Das ist noch besser. Und ihr zwei, drei, vier, fünf. Nadine sitzt ganz einsam da und guckt fern. Keiner guckt mit ihr mit. Das ist so traurig. Mensch, Mensch, Mensch. Und da ist schon wieder Krümelchen unterwegs. Ja, hau mal, das stinkt hier. Da sage ich ja nichts dagegen. Aber die arme Katze angreift hier. Der arme Kater. Ja, gut. Oh, und jetzt seid ihr wieder am Flennen, ey. Ach Gott, ja. Wer hat die schönste Unterwäsche an? 1, 2, 3, 4 Leute in Unterwäsche. Wer ist das Unterwäschenmodel dieses Tages? 2 Frauen gegen 2 Herren. Ich gebe den Preis an. Ich weiß es nicht. Luise und Emilio. Keine Ahnung. Oh Mann, ey. Das ist so. Wo ist Nadine jetzt hin? Nadine? Ach ja, da steht sie ja. Okay. Und ich bin noch am Telefonieren. Das ist gut. Oh, ich hab ihn auch. Yeah. Dann jetzt aber ganz fix gucken, dass die uns erhalten bleiben. Mhm. Ja. Und Chiara legt sich ins Bett und schläft. Das ist auch mal was Schönes. Dann gut Nächtle. Oder gut Tagle, wie auch immer. Ja, und ihr? Ach ja, begrüßt euch. Beklatscht euch. Wunderbar. So, ich spule mal ein bisschen. Das ist gerade ein bisschen langsam. Langweilig. So, warte. Und jetzt müssen wir sie noch anrufen. Ich glaube, sie ist diejenige, die mir jetzt noch ein bisschen hoch muss. Wieder. Ja, das sieht gut aus. Ja, guck mal, das läuft langsam. Gut, so. Okay, Moment, langsam. Ich brauche Spaß, habe ich gesagt, und ich muss kochen lernen. Also darf ich heute mal Fernsehen gucken? Ja, und dann kann ich mich da ein bisschen hinsetzen, ein bisschen hoffe, dass ich das jetzt auch mache und nicht wieder wegschalte. So, umschalten auf, ja, ist schon richtig. Schlemmer TV. Cool, sehr schön. Magst du mitmachen? Nadine, hast du Lust? Komm, mach doch mit. Ist schön. Können wir mitmachen. Können wir auch zusammen gucken, können wir ein bisschen quatschen und so. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Während die anderen Herren hier um Luise rumschwirren, gönnen wir uns ein bisschen das Frauenprogramm, Frauenpower-Programm. Wir gucken fern und lernen kochen. Ne? Irgendwer muss es ja tun. Ja. Ja, es wird Zeit, dass es wieder Herbst wird. Dann geht das mit dem Lernen auch einfacher und besser und schneller und ja. Aber es ist okay. Also wir sind schon ganz gut dabei. So, Charisma habe ich vor allem schon mal gut ausgebaut. Da bin ich echt froh drum. Mechanik wird noch kommen irgendwann. Das läuft ja so quasi nebenher. Ich bräuchte halt auch mal Kreativität und sowas. Ich bräuchte auch noch mal hier Spaß beim Spielen, aber gut. Ja, wir gucken einfach mal. Was machen die anderen? Die stehen da immer noch rum und jubeln. Langweilig. Was? Ah, geht ihr raus zum Spielen? Okay. Ah, Nadine ist müde gewesen. Hat sich hingelegt, deswegen hält sie mir nicht mehr die Freundschaft hier, die Hähnchen. Ja, und wir haben Begeisterung entwickelt. Können Käseplatten servieren. Waren wir nicht schon mal so weit?
Ach ja, ich muss aber halt leider Gottes so weit kommen, dass ich den Punkt da bekomme. Es wäre mir echt mal ganz lieb. Weil ich habe nie so viel Zeit. Was machen denn die Bäumchen? Baum nichts, Baum nichts, Baum nichts. Okay. Oh Mist, der ist aber, den müssen wir bekommen. Kann ich den noch retten? Ich glaube nicht. Und pflegen und gießen. Und, ja, ich glaube, den kannst du wegwerfen. Der ist nichts geworden. Ach ja, hast du jetzt den Punkt gekriegt? Nee, ne? Hallo? Hast du jetzt den Punkt bekommen? Ah, warte mal, ich muss gucken. Ich glaube nicht. Nee, nee. Okay, kannst du noch mal ein bisschen gucken? Ich hätte schon gern, dass du diesen Punkt auch bekommst. Haben wir hier noch irgendwo was zu essen stehen? Nee, ne? Alles aufgeräumt, sehr schön. Was guckst du denn da? Du guckst Sport. Ich glaube, es hackt. Aber du willst mich veräppeln. Ich nenne das nicht fair, wenn meine Sims nicht das tun, was ich will, dass sie tun. So. Also sie hat keinen Bock mehr. Sie hat einfach keinen Bock mehr. Okay, dann mach aus und... Ach, ja, dann geh halt mal eine Runde duschen. Ich glaube, die Dusche müsste... Nee, ist nicht frei. Ja, geh schon mal hier hoch. Oh, die Fahrgemeinschaft kommt gleich. Ja, guck. Wir haben drei Freunde und da ist frei. Guck, kannst rein. Okay. Ja, den Tag kriegen wir irgendwie auch noch rum. Lalagi! Ja, ja. Wer ist da wieder am Rumrennen? Hi, Spike oder was, ne? Ja. Ah, wie gesagt, so manch... Oh, hier wächst wieder Unkraut und so. Es müsste sich mal jemand im Garten annehmen, bitte. Könnte das mal jemand tun? Wäre da mal einer so nett? Luca, komm, du machst das doch gerne, oder? Telefon? Gehen wir mal ins Telefon abheben. Kann ich Ben sprechen? Ja, kannst du. Okay, brauche ich nicht mehr dran gehen. Ist für Ben und nicht für mich. Ben, Telefon! Oh, soll ich nochmal was zu essen machen? Ihr seid schon wieder an dem Ding. Dann machen wir nochmal ein paar Sandwiches, komm. Bevor ich auf Arbeit muss. Sandwich geht schnell. Weil ich habe Angst sonst um euch hier. Ja, oben ist doch frei. Ich bin fertig. Ich glaube, da war sonst keiner. Nö, alles gut. Kannst gehen. Mann. Was machst du denn für fuchtelnde Armbewegungen, Ben? Was los? Er träumt nur von Luise. Ey, Emilio, dich hab ich gefressen. Dich hab ich echt gefressen. Tut erst so, als hätte er Interesse und dann träumt er nur noch von Luise, Luise, Luise. Das ist so nett. Ach ja. Fürchterlich hier. Wir können aber trotzdem mal mit ihr reden. Komm. Abhängen. Ja, jetzt musst du auch nicht mehr abhängen. Ich sehe dein Auto. Genau, zur Arbeit gehen. Tschüss. Susu. Ich rufe nochmal alle zum Essen, die Hunger haben. Und dann bin ich hier erstmal wieder weg. Und ihr könnt gucken, wo ihr bleibt. Edgy Batch. Ach ja, wenn ich ganz gut bin, ja, dann werden wir ja mal sehen. Na, da passiert erstmal nichts. Und wenn kommt wahrscheinlich wieder eine blöde Frage, die ich total verdattel. Die ich total Sand setze.
Lecker Show. Was sagt denn überhaupt meine Alterung? Ach Gott, nee. Ich habe nur noch 11 Tage. Bellets. Da müsste man. Entschuldigung, müsste ich mir echt mal überlegen, ob ich mir das gönne, dass ich dann vielleicht hingehe und mir im Notfall, wenn es zu sehr Richtung, ich werde alt, bevor ich hier fertig bin, geht, dass ich mir vielleicht ein Lebenselixier gönne. Ich meine, die Punkte habe ich mehr verdient, also, ne? Und wie ihr wisst, spiele ich ja hier eh nicht so ganz richtig. Weil ich die Laufbahnbelohnung benutze. Achso, aber ich könnte mal wieder spulen. Das wäre eine gute Idee. Hier sind sie alle am Essen und sich unterhalten. Das ist gut. Ja, und Luise klimpert immer noch fröhlich. Nadine ist wach und träumt von allen möglichen Leuten, die sie gerne kennenlernen würde, was nicht so klappt, weil sie ja hier eingesperrt ist, ne? Mhm. Ja, die kam hier auch schon vorbei, die habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Das ist Petra, das ist eine Freundin, das ist Bastian, das ist ein Freund. Ja, aber irgendwie, die anderen, die kommen selten vorbei. Mhm. Ja, so ist das. So ist das halt hier. Soll man machen. Habt ihr auch schon wieder aufgeräumt? Na, noch nicht ganz. Da steht noch Essen. Ach ja. Und guckst du fern oder sitzt du wieder nur da? Und stellst dir vor, dieser Sessel wäre bequemer als die Stühle. Okay, es gibt einen Ansturm auf oben. Ah, Bett wird gemacht. Dann wird sich da erstmal hingelegt. Toilette. Dusche in Benutzung. Okay. Auf dem Gerät habe ich wirklich freiwillig auch noch niemanden gesehen. Da müsste ich eigentlich mal hin. Wie fit bin ich denn überhaupt noch? Ja. Ich war mal, glaube ich, ziemlich fit und jetzt, ja. Gut, ich esse hier ziemlich viel. Ich koche ziemlich viel. Das macht sich natürlich auch an der Figur bemerkbar, um es mal so auszudrücken. Mhm. Ja. Ja, ja. Aber wie schön, dass sie sich mal unterhalten. Das finde ich toll. Und, ey, Chiara, ich habe schon gedacht, du würdest Schach spielen. Aber nein, du hast den Fernseher angemacht. Sie hat ein bisschen Interesse an Film und Literatur gekriegt. Ja, ja. Das verfolgt sie jetzt ein bisschen. War es auch in Ordnung. Ich meine, dafür ist er ja da, der Fernseher. Ist ja auch immer nur ganz kurz an und dann schon wieder aus. Also insofern... Die machen das hier schon ganz ordentlich. Irgendwer ist rausgegangen. Was mal irgendwer im Garten zugange? Nee, ne? Das wäre ja eine traumhafte Vorstellung, wenn da sich mal einer betätigen würde. Luca, warst das nicht du, der hier mal ab und zu den Garten gemacht hat? Ihr könnt ruhig gerne nochmal. Also, ich hab da nichts dagegen, ne? Wow, jetzt sind alle hier unten. Yeah. Cool, cool. Und wieder die üblichen Verdächtigen, die um Luise rumschwirren. Also ehrlich, Ben und Bastian sind für mich die besseren Männer. Die sind nicht ganz so gehypt auf Luise. Die unterhalten sich auch mal mit jemand anderem. Oder machen andere Dinge, machen verschiedene Dinge. Die hocken ja wirklich den ganzen Tag nur um Luise rum. Tag und Nacht, auch wenn sie schläft. Also, ne? Ihr wisst, was gemeint ist. Und ja, gut, ab und zu gehen sie mal raus und tun so, als würden sie was spielen. Das hält dann 2 Sekunden und dann hört es auch schon wieder auf. Genau. Mhm. Ja. Oh, und was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Hier. Unser Luca ist immer noch der Beste von allen. Ich weiß, warum ich auf den stehe. Ich weiß es einfach. Er nimmt auch mal die Schere in die Hand und schnibbelt, was das Zeug hält. Ja. Machst du gut. Machst du echt gut. Das machst du hervorragend. Unser Gärtner. Unser Gartenmeister. Aha. Ja, ich kann das. Ich habe das gelernt. Ich mag's, wenn es hier schön aussieht. Er hat einfach ein Auge fürs Detail. Hoffentlich kriegst du keinen Blitz ab. Aber ja. So ist genial. So ist schön. Na, guck, und er ist schon wieder ewig traurig, weil eben halt, ne? Ach ja. Lukas tut sich wenigstens ablenken.
oder Luca besser gesagt, und macht auch mal andere sinnvolle Dinge. So, und du bist jetzt wahrscheinlich hundemüde, oder? Wo gehst du hin? Es hat gehangen eben, oder? Ja, sie muss Bibi. Okay, alles gut. Und was macht der Nächste? Da trappt ihm schon wieder jemand hinterher. Wo kommt denn das Sandwich her? Emilio, du kriegst wieder eine Lebensmittelvergiftung. Mensch. Streit um die Dusche? Ja. Streit um die Dusche. Oder hast du geputzt? Er hat, glaube ich, geputzt. Oh. Und ich bin wieder daheim. Yeah. Momentchen. Da bin ich. Und freue mich über irgendwas. Gab's eine Beförderung? Ich weiß noch nichts davon. Nö. Oder? Nee. Wir sind immer noch Kellnerin. Ein bisschen gestiegen. Okay. Es ist Freitag. Donnerstag, Rechnung schon bezahlt? Okay. Gut. Die beiden da oben können machen, was sie wollen. Ich habe Hunger. Ich brauche Energie und Komfort und ich möchte mich eigentlich mit meinen Leuten unterhalten, bevor die alle schlafen oder sonst was machen, ausgehen. Es ist Freitagabend. Könnte also erstmal anrufen und dann gucken, dass wir hier uns nochmal um unser Gemüse kümmern. Es lebt wieder. Nee, kompostieren. Das Ganze ist kompostieren. Da musst du einsprühen, gießen, und ernten vor allem. Halt, was habe ich jetzt gemacht? Sortier mir die doch bitte mal alle gerade. Elfie, mit euch muss ich auch mal reden. Es hilft ja nichts. So. Dann reden wir mal mit dir. Also, was hatte ich gesagt? Kompostieren, einsprühen, gießen und ernten. Ich will meine Tomaten ernten. Ja, blöd, dass ich den nicht mehr retten kann, leider. Egal. So, was haben wir sonst noch? Einsprühen, pflegen und nichts. Okay, und die anderen sind immer noch beschäftigt hier unten. Oh, Bastian spielt Schach. Das ist schön, da hätte ich mitmachen können. Aber Spaß habe ich scheinbar gerade genug. Woher auch immer. Vielleicht war es heute ein spaßiger Arbeitstag. Ich habe keine Ahnung. Dann wollte ich mit dir nochmal ein bisschen quatschen. Ich muss die anderen auch mal hier wieder anrufen. Und beplaudern und so. Es wird ja sonst nie was. Wenn ich die einlade, die müssen ja dann auch kommen wollen und so. Aha, die üblichen Verdächtigen gehen wieder Ball spielen. Und Nadine ist was am Kochen. Okay. Nadine will wieder kochen. Ich beobachte dich, Nadine. Was kochst du denn da? Was wird denn das, wenn es fertig ist? Das sieht nicht wie Spaghetti aus. Das sieht eher aus wie Hamburger. Du willst keine Hamburger machen. Das ist ein Hamburgerbrötchen. Ich erkenne das. Machst du Hamburger oder was machst du da? Nee. Keine Hamburger. Nudeln mit Käsesoße, oder? Ich habe Begeisterung für die Natur entwickelt und Nadine hat sich einen Kochpunkt verdient. Und irgendwer sollte mal ans Telefon gehen. Mensch, du stehst direkt daneben, Emilio. Geh doch mal bitte ans Telefon. Ich muss mich ganz wichtig um unsere Pflanzen kümmern, die ja sonst niemand versorgt. Kann ich Petra sprechen? Das bist du aus der grünen Oase mit der Zeitung. Nee. Die Zeitung will ich eh nicht haben. Juhu, endlich habe ich ein besseres Verständnis für Logik. Für Bastian, ein Punkt. Jawohl. Und da hinten sehe ich schon wieder beim Kopf schweben, dass jemand Hunger hat. Nämlich unser Ben. So, lass das bitte nicht anbrennen, liebe Nadine. Du hast es einmal geschafft, hier was anzubrennen und abzubrennen und so, ne? Puh, Glück gehabt. Okay. Ja, das ist schön, dass sie so Sachen auch gerne machen, wenn ich daheim bin und was tun kann, wenn was passiert. So, habe ich dich schon geerntet?
Ich weiß es nicht. Ich hoffe doch. Habe ich dich geerntet oder nicht? Moment, ich muss mal kurz gucken. Ja, habe ich schon. Okay, gut. Das ist immer die, die Anzeige spinnt immer mal. So, da gibt's was zu essen. Ja, dann komm, essen hier. Dankeschön, Nadine. Das hast du ganz toll gemacht. Irgendwer müsste halt noch diesen ollen Teller da wegräumen. Ich gehe gleich noch die Tomaten hier reinfüllen und vielleicht angel ich heute Abend auch mal. Das hatte ich ja noch schon länger vor, ne? Ja, ja. Also telefoniert habe ich. Mhm, okay. Ja, immer in auf Sex. Das ist einfach zu niedrig, ne? Man muss die Leute dann am besten auch nochmal einzeln einladen. Sonst hat man nicht genügend, um mit denen zu reden. Guckt euch doch Luca an. Den mag ich total gerne, aber der ist mit am niedrigsten hier im Haus. Ne? Mal von Lucy, Luise abgesehen, die ich ja, naja, aus bekannten Gründen nicht so schätze. Weil sie die Männer hier so schick macht. Unbeabsichtigt wahrscheinlich, aber immerhin. Hier, sie ist mir noch am liebsten von allen. Nadine ist einfach eine nette Seele und ja. So. Hier unten wird ordentlich. Ach, guck mal. Da, wie der Luca mit Luise im Nachbarbett. Und redet ihr auch mal miteinander oder träumt ihr nur so vor euch hin und tut so, als wärt ihr so beschäftigt mit Büchern und anderem, um Eindruck zu schinden, ne? Hier ist keiner im Bett. Betten alle frei. Ja, cool. Ihr zwei seid die einzigsten, die sich hingelegt haben. Mhm. Leute, das Leben findet unten statt. War da eben irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Ah, nee, alles gut. Ah. Madame sitzt da auch schon wieder den ganzen Tag und dudelt. Ah, es ist so herrlich. So, dann kann ich dich ja mal bewundern. Du hast immerhin das tolle Essen gekocht. Das finde ich ganz lieb von dir. Das finde ich hervorragend, dass du so nett bist. Lass doch mal stehen. Lass es mal wen anders abräumen. Komm. Das ist... Ich muss dich auch mal lieb haben und überhaupt. Ne? Ich habe ja sonst nie Zeit, mich um meine Leute hier mal zu kümmern. Und ein bisschen nett mit denen zu sein. Und so weiter und so fort. Ja. Gut, und dann könnte ich hier bei Bastian vielleicht noch mitmachen. Das ist auch nicht verkehrt. Logik kann man immer gebrauchen. So, und dann geht's mir ja heute mal relativ gut, muss ich sagen, ne? Also, kann man echt nicht meckern. Also, ja. Bin zufrieden. Der Tag war scheinbar ein guter Tag. Und spielt ihr oder tut ihr nur so? Mhm. Ja, da wird ein Ball hin und her geworfen. Das nennt man ein Fangenspiel. Früher ist man sich hinterhergerannt und nannte das Fangenspiel. Ach, Leute. Will ich böse sein. Aber ja, manche Dinge. Und meine verbackten Dinger hier bei Müllers. Oh Gott, geil. So, ich spiele Schach. Und ja, das ist auch okay soweit. Ach, ich muss noch die Tomaten einlagern, genau. Oh, was geht denn hier ab? Einsprühen. Okay. Juhu, wer schreit denn da schon wieder rum? Ah. Ben, was ist los, Junge? Warum bist du so traurig? Kann ich was für dich tun? War das ich? Nee, der, er denkt an Emilio mit dem Kreuz, ich dachte. Hat es doch nicht. Mir. Ja. Ach so, vielleicht, weil Emilio unter der Dusche ist. Weil du duschen wolltest und Emilio hat dir die Dusche weggeschnappt. Genau das ist es halt. Ne? Ja. Genau, geh zu Nadine. Die ist lieb. Die ist nett. Die hört dir zu. Die hilft dir, wenn sie kann. Das ist eine ganz gute Seele. Ja, das hat er jetzt wohl erkannt. Tschö, tschö. Er hat schon wieder Hunger. Ey, Junge, du hast gesehen, dass hier noch Essen steht? Hallo? Da ist noch was. Du musst nicht den Kühlschrank schon wieder plündern. Gibt's doch nicht.
Ja, genau, mach sauber. Das ist lieb. Wo ist Nadine hin? Ah, da kommt Emilio wieder runtergetrapert. Und Nadine hat sich ins Bett gelegt, oder wo ist die hin? Wo ist Nadine hin? Oder steht die hier draußen irgendwo rum? Oh. Okay. Es blitzt und donnert. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ah, Luise hat das Essen entdeckt. Das ist gut. Bei Chiara mache ich mir immer Sorgen. Aber ihr geht's gut. Das ist Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, wie gut es ihr geht. Ja, er hat seinen Logikpunkt schon bekommen. Ich noch nicht, leider. Aber da fehlt auch nicht mehr viel. Dann krieg ich meinen auch. Was ist das? Luise, du bist... du hättest das auch wegräumen können, das letzte Schüsselchen. Nein, sie geht lieber ins Bett. Oh Gott, ich sollte auch überlegen, dass ich jetzt ganz schnell ins Bett gehe. Und den Baum vielleicht Baum sein lasse. Oh, da ist noch einer am Hochkrabbeln. Okay. Ich glaube, ich habe meinen Punkt. Ich gehe ins Bett. Sonst krieg ich keinen Platz mehr im Bett. So, ihr. Dann macht's mal gut. Gute Nacht, ihr zwei, drei. Ja. Mit dem Einsprühen, das muss ich halt dann am nächsten Tag machen. Aber ich liege im Bett. Und er ist schon wieder bei wem? Natürlich bei Luise. Da, die Frau wird dermaßen belästigt. Also ich rufe demnächst die Polizei, Leute, oder? Das geht doch so nicht. Was haben die immer mit dieser Frau? Warum sind die immer am Bett dieser Frau? Ah, ehrlich. Na gut. Okay, alle sind mehr oder weniger am Schlafen. Bis auf Chiara, Emilio und wer war noch wach? Irgendwer war noch wach. Weiß jetzt nur nicht wer. Wo ist er denn? Emilio, seid ihr die Einzigsten? Ne, es müssen drei Leute wach sein. Wir haben nur fünf Betten. Wo ist der dritte hin? Moment. Bastian, was hast du gemacht? Hast du zufällig auch was im Garten getan? Kann natürlich sein, ja. Ah, okay. Emilio ist wieder am Lachen und steht wieder neben Luise. Okay. Ich spul mal ein bisschen hier, weil, ja, ne, gerade nicht viel passiert. Herr Dolia. Er steht die ganze Nacht. Ah, Luca ist wach und aufgestanden. Okay. Dann gehen sie wieder zusammen raus und spielen Fangen. Nee, Wasserbombenschlacht. Ach, guckt mal. Wasserbombenschlacht wird gespielt. Auch cool. Das hatten wir so jetzt auch noch nicht, ne? Ja. Und Chiara klimpert sich die Finger wund. Also blutig. Müsstest du nicht langsam mal umkippen? Nö, dir geht's einfach nur gut. Wie geht's denn den anderen? Kann ich ja auch mal wieder überprüfen. Nadine, geht es gut soweit? Würde ich sagen, hier ist auch, oh, bis auf die Hygiene, alles paletti. Hier ist, stirbt auch keiner irgendeines Todes. Ja, auch alles soweit in Ordnung. Ein bisschen Hunger hat sie halt, ne? Ja, da müsste jemand mal schlafen. Ist ja im Bett liegen. Okay. Jo, also im Prinzip kann man sagen, unseren Sims geht's gut. Na, kann es nicht anders sagen, ne? Alles bestens. Ja, gut. Okay. So, dann mal gucken. Wie lange muss ich denn noch schlafen? Noch ein bisschen. Könnte man noch mal... Alles okay hier? Oh, irgendwer ist da am Müffeln. Luise, glaube ich, ist das. Die so ganz krass müffelt. Hallo, du. Mach kein Blödsinn da hinten. Ich spule noch mal ein bisschen vor. Uhr 40, okay. Oh, dann machen wir die Nacht noch fertig und dann muss ich eh erstmal wieder speichern. Ich
glaube, unser Kühlschrank ist schon wieder leer. Mhm. Könnte ich mir so denken. So. Wir haben 5 Uhr irgendwas. Und ich könnte langsam mal aufstehen. Toilette ist frei. Jawohl. Säubern, benutzen und säubern und duschen. Und Pause und speichern. Genau.